So, hallo, grüße euch. Das heutige Thema ist Paraguay auswandern. 20 Jahre Paraguay Erfahrung. Falls ihr Interesse habt, bleibt einfach dran. Bitte erzähl mal, warum bist du überhaupt nach Paraguay ausgewandert? Das ist eine gute, sehr gute Frage, die sich natürlich nicht in einem, zwei oder drei Sätzen erzählen lässt. Deshalb werde ich ja einige Videos dazu machen. Nicht, ich sage mal, die Bestimmungen und guten Voraussetzungen, um da länger zu bleiben. Klar, logisch, man hat Firmen gehabt, man hat Geld verdient, man hat richtig, aber richtig gearbeitet, lange Zeit. Aber muss ich ganz ehrlich, wo ich ja hier die Betonung auf ganz ehrlich sagen muss, ist, man hat es wirklich Geld verdient. Also unter dem Strich hat sich einfach gelohnt. So, und wie das ja so immer im Leben ist, manchmal lohnt sich, manchmal lohnt sich nicht. Und da habe ich natürlich nach sehr vielen erfolgreichen Jahren einfach mal gesagt, Pitt, es lang. Ja? Ich war jetzt gut über 40 und habe gesagt, okay, was ich bis dato nicht verdient habe, werde ich in meinem alten Alter, das Alter sagt auch, kein Geld mehr verdienen. Und zwar nicht in diesem Tempo, deshalb die Entscheidung einfach, in Anführungszeichen, auszuwandern. Bin ich auch interessiert, was hat euch dazu beigetragen oder ich sage mal dazu bewegt, Deutschland, Schweiz oder Österreich zu verlassen und auszuwandern. Einfach aus Neugierde, schreibt unten dran eure Argumente und ich komme bald oder gleich zu meinen Argumenten. So, also die Entscheidung für eine Auswanderung ist bei mir relativ schnell gefallen. Dann gab es natürlich die Frage, wohin? Also kaum für viele Möglichkeiten. Deshalb, wie gesagt, haben wir uns auf Südamerika spricht. Warum, weshalb, weswegen? Klar, man kann ja Bücher darüber schreiben, aber ich bin mir eins sicher, die Entscheidung war goldrichtig. Wie gesagt, bei mir hat es funktioniert und ich möchte gerne eure Meinung dazu hören. Welche Gründe habt ihr? Wieso wollt ihr dann auswandern? Seid ihr nicht gut aufgehoben in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich? Ich kann dazu sagen, einfach nein, für mich persönlich war es nicht dieser Fall. Also ich wollte zumindest bis heute nicht in Europa bleiben. Und die Gründe sind ganz einfach. Und jetzt ist es für mich natürlich noch einfacher. Aber wie gesagt, ihr müsst die Entscheidung treffen und einfach sagen, bleibe ich in Europa oder ich wandere ja aus, was natürlich nicht einfach ist und kein billiges Unternehmen ist. Also bitte nicht hurra, hurra, wir wandern ja aus. Nein, 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 nein. Meine Gründe zu nennen, ich komme gerne auch dazu, schreibt einfach eure Zweifel, eure Fragen unten in den Kommentaren und da kann ich gerne euch
vielleicht eine weitere Hilfe anbieten oder einfach mit euch plaudern und sagen, was könnt ihr vielleicht besser machen? Was könnt ihr anders machen? Vielleicht habt ihr das, das oder das einfach nicht gut genug überlegt. Einfach, man kann es als Freunde es besprechen und ich werde mit Sicherheit keinen dazu bewegen, nach Paraguay auszuwandern. Ihr müsst die Entscheidung treffen. Was sicher wichtig ist, finanzielle Unabhängigkeit, die Sprache, also die Fremdsprache ist ja auch wichtig und man sollte sich vor allem anpassen, so auf die Schnelle gesagt. Also, falls ihr diese Voraussetzungen habt, einfach anrufen, in Kontakt treten und vielleicht sehen wir uns in Paraguay. Teilt das Video, Likes nach oben, wie immer, an eure Freunde. Vielleicht gibt es auch unter euren Freunden einige, die sich für die Auswanderung interessieren. Also einfach unter in den Kommentaren die Fragen stellen. Wenn nicht, unten habe ich auch die Kontaktdaten und wir treten in Kontakt. Also bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.